das Wetter macht uns aktuell ganz schön zu schaffen. Ganz Deutschland leidet und schwitzt. Ganz Deutschland ist wirklich betroffen von der Hitze. Es ist jetzt nicht mehr nur in einigen Gebieten, sondern in ganz Deutschland. Und dass das auch noch länger so anhalten wird, dass vorerst kein Ende in Sicht ist, das möchten wir Ihnen mal einblenden, denn aktuell berichtet da ja auch die Presse darüber, über diesen Horrorsommer. Und hier sehen Sie es gerade, Wetter in Deutschland. Wann endet die Hitzewelle? Das Wetter bleibt heiß und trocken. Eine Abkühlung ist erst einmal nicht in Sicht. Man kann das bei dieser Hitzewelle die Ausdauer. Mindestens bis Mittwoch in einer Woche bleibt es einfach sehr heiß. Und auch danach geht es recht warm bis zeitweise heiß weiter. Von einer markanten Abkühlung ist bis 21. August nichts zu sehen. Huiuiui, das klingt natürlich erstmal nach schlaflosen Nächten. Oder aber Sie sagen, nö, warum? Ich habe mich doch auf den Sommer gefreut. Jetzt will ich ihn auch genießen in vollen Zügen. Und wie das geht, das verrät uns Ralf. Tja, mit technischer Unterstützung. Am besten mit unseren Verdunstungsluftkühlern. Wir haben so ziemlich alle, die im Moment noch lieferbar sind, hier in der Sendung. Aber Sie werden feststellen im Laufe der Sendung, es werden immer weniger. Immer mehr sind ausverkauft oder jetzt schon stark begrenzt. Beginnen tun wir aber mit einer Kleinigkeit, die Gold wert ist. Hier haben wir einen Hand- oder auch Tischventilator, der ganz einfach akkubetrieben ist. Und den nehmen Sie dorthin, wenn Sie mobil unterwegs sind, wo Sie ihn brauchen. Entweder Sie stellen beim Kochen neben sich oder auf dem Schreibtisch oder auch wenn Sie unterwegs sind, einfach mal die kühle Luft auf den Körper wehen lassen, auch mal die Arme abkühlen. Und das geht hier sehr leistungsstark. Sie sehen, ganz einfach, zwei Tasten, Einschalter, drei Leistungsstufen, Ausschalter. Und wir haben noch eine Besonderheit, hier vorne ist noch eine kleine Taschenlampe. Da sehen Sie, da könnte ich auch mal, wenn ich unterwegs bin, auch mal mir den Weg leuchten. Aber das Wichtigste ist natürlich das hier. Und ich brauche keine Batterien nachkaufen. Das wird ganz einfach über ein Micro-USB-Kabel aufgeladen, so wie Ihr Smartphone. Und dann haben Sie Ihren Hand- und Taschenventilator oder Tischventilator immer dabei. Und man sieht jetzt auch schon mal diese Leistungsstärke schon allein an den Haaren von Diana. Und ich habe den letztes Jahr zum Beispiel im Hochsommer bei meinen Stadionbesuchen. Ich bin ja Sportclub Freiburg-Fan. Und als ich da im Stadion war, auf der Tribüne, habe ich dann bei heißen Temperaturen den Ventilator rausgeholt. Und glaub mir, den, Anne-Kathrin, den hätte ich mehrfach für 20 Euro verkaufen können. Aber ich habe ihn nicht hergegeben, weil diese Abkühlung, die war dann einfach so genial. Das möchte man dann wirklich für kein Geld der Welt hergeben. Ja, apropos kein Geld der Welt. Was sind denn 7,51 Euro gegen so einen tollen Ventilator, den ich überall dann auch nutzen kann, sogar mit dem kleinen Licht. Das ist ja der Hammer. 7,51 Euro, drei verschiedene Stufen. Und ich finde ja, der ist sehr, sehr leise. Also den zwischendurch, ob Baggersee, ob Badesee, ob Freibad, ob Homeoffice oder eben im Stadion, egal wo, der kommt immer gut an. Ist auch ein kleines, schönes Geschenk, wie ich finde, für den Postboden, die ja momentan auch ganz schön leiden und fleißig unsere Päckchen liefern. Das ist doch ein tolles, erstes, kleines, nützliches Helferlein. Das bekommen Sie mit der Bestellnummer NC3916 unter 569. Und schauen Sie, dadurch, dass er im Akkubetrieb auch einsetzbar ist, ist er eben so flexibel nutzbar. Egal wo, stellen Sie ihn auf. Und wenn es eben nur Ihr Garten ist oder Ihre Terrasse oder Ihr Balkon. Und das ist natürlich hier unser Highlight für 7,51 €, weil ich habe solche Tischventilatoren schon für viel, viel mehr Geld gesehen. Hier sparen Sie gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers 62%. Aber wir wollen uns jetzt natürlich ein bisschen in Größe und Leistung steigern und sind somit jetzt bei unseren Luftkühlern. Und die sind ja richtig stark nachgefragt. Ein paar sind leider auch schon vergriffen. Aber den hier, der neben mir, der ist aktuell noch lieferbar. Ja, mit dem beginnen wir. Und wenn wir uns den mal anschauen, ist es ein wirklich schön großer Turmventilator. Auf den ersten Blick in drei Stufen zuschalten. Und eben mit Oszillation. Aber auf den zweiten Blick, und wenn wir ihn einmal umdrehen, sehen wir da eine Besonderheit. Da sehen wir nämlich eine Wabenstruktur. Unten einen Wassertank, da passen 4 Liter Leitungswasser rein. Und wenn ich jetzt die Kühlfunktion zuschalte, dann wird diese Wabenstruktur mit Wasser vernetzt. Das wird verdunstet und bei der Verdunstung wird Wärme entzogen. Und die dadurch 3 bis 5 Grad kältere Luft, die wird durch den Ventilator im Raum verteilt. Das ist ein Prinzip, was zu 100% funktioniert, denn es ist keine menschliche Erfindung, sondern ein physikalisches Naturgesetz. Und hier haben wir jetzt natürlich nicht nur dann die gefühlt oder die bewegte Luft, sondern auch die effektiv und tatsächlich heruntergekühlte Luft. Und deshalb spricht man hier auch gerne mal auf
oder von der Meeresbrise auf Knopfdruck. Was auf jeden Fall immer der richtige Ausdruck ist für unsere Verdunstungsluftkühler, ist die clevere Alternative zur Klimaanlage. Ich finde es auch wirklich schön, man kann den überall mit hinrollen, ja, egal wo, Balkon, Terrasse, einfach nur aufstellen und den Sommer dann endlich mal genießen. Und ich meine, wir haben ja da wirklich lange drauf gewartet, bis man überhaupt von Genuss sprechen kann. Aktuell ist es ja eher so, dass ganz Deutschland eher leidet und jammert, ne, wenn man da sich mal so umhört. Ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, ach Mensch, der Sommer ist dieses Jahr aber richtig schön. Alle leiden und schwitzen. Und gerade in den Nächten, da finde ich sowas wunderbar. Stellen Sie den auch in der Nacht auf, direkt neben zum Beispiel das Bett. Ja, da, weil der ist ja auch relativ leise. Man kann hier sogar den Timer einstellen. Ja, hier einfach Timerfunktion, dann schaltet er sich automatisch aus. Oder Sie nutzen eben auch die Fernbedienung. Auch da ist er natürlich sehr gut einsetzbar. Also man muss jetzt allerdings hier schnell sein. Ja, richtig. Also all unsere Verdunstungsluftkühler gehen praktisch minütlich in die Knie, was die Stückzahl angeht. Irgendwann sind sie alle ausverkauft. Lassen Sie es nicht so weit kommen. Lassen Sie sich Ihre Hilfe eben jetzt liefern. Und wenn Sie sagen, das ist meiner, dann bitte schnell anrufen. Und wichtig ist, es ist wirklich die clevere Alternative zur Klimaanlage. Und ich erkläre Ihnen noch mal kurz, warum. Ganz einfach, der erste Punkt ist ganz einfach der Stromverbrauch. Weil den im Vergleich zu einer Klimaanlage, die braucht eine Klimaanlage zwischen 1500 und 2500 Watt. Hier, dieser Verdunstungsluftkühler gerade mal einen Bruchteil, nämlich 65 Watt. Und das ist ja das, was später dann auf der Stromrechnung auftaucht. Hier also ungefähr ein 30stel des Strombedarfs einer durchschnittlichen Monoblock-Klimaanlage. Das ist ein Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich bei Betrieb den überall hinstellen kann, wo ich möchte, wenn ich habe keinen Abluftschlauch wie bei einer Klimaanlage. Und ich darf auch Fenster und Türen offen lassen, wenn ich ihn innen betreibe und somit die Frischluftzirkulation trotzdem stattfinden lassen und habe immer auf Knopfdruck die Meeresbrise. Und warum wir immer Meeresbrise sagen, das werde ich nachher noch erklären. Aber hier sehen Sie es auch, eine Anwendung. Einfach ja, vor Sofa oder Bett haben wir gesehen oder auch Homeoffice einfach nebendran stellen. Weil gerade auch bei diesen Temperaturen geht es mir zumindest so, und vielleicht können Sie das zu Hause nachvollziehen, dass man keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Weil ich sage immer so, ich habe heute so eine Matschbirne. Ja? Und dann ist sowas natürlich genau ein adäquater Helfer. Ein adäquater Helfer, und die zarte Meeresbrise gibt es auf Knopfdruck. Apropos Knopfdruck, Sie sollten jetzt unbedingt die Knöpfe von Ihrem Telefonhörer drücken, denn auch der ist schon ganz stark nachgefragt. Eben aufgrund seiner kompakten Größe kann man den zum Beispiel auch schön im Gartenhäuschen nutzen, Ferienhäuschen. Nehmen Sie ihn mit, stellen Sie ihn überall dort auf, wo Sie ihn benötigen. Der ist schon ganz stark nachgefragt. Und apropos nachgefragt, die beiden Modelle waren ja auch sehr stark nachgefragt. Ja, ne? Die sind schon ausverkauft, und deshalb springen wir jetzt einfach drüber zum nächsten, aber da sehen wir auch schon begrenzt. Das heißt, der wird jetzt auch bald ausverkauft draufstehen. Wenn Sie diesen hier wollen, dann müssen Sie schnell sein. Wir sehen, der ist schon räumlich etwas größer. Das heißt, hier auch für mittlere Räume, dank der Zugkraft des Ventilators bestens geeignet, um die eben mit der gekühlten Meeresbrise bis in den letzten Winkel zu versorgen. Wichtig ist hier diese Meeresbrise. Warum sagen wir das? Das wollte ich Ihnen erklären, und das versuche ich jetzt mal. Wenn Sie das letzte Mal am Meer waren, im Urlaub, im letzten Jahr vielleicht, und dort dann am Strand bei 30, 35, vielleicht auch 40 Grad entlang laufen, kommt von der Meerseite eine kühle Brise. Und plötzlich wird die Temperatur erträglich. Man fühlt sich wohl, man breitet sogar vielleicht die Arme aus, so wie wir das hier sehen, und lässt sich durch die Meeresbrise abkühlen. Jetzt haben wir halt zu Hause in unseren Wohnräumen haben wir keine Meeresbrise, aber der Vergleich ist wirklich treffend, denn mit unseren Verdunstungsluftkühlern holen Sie sich die Meeresbrise auf Knopfdruck nach Hause. Ja, und das für 112,93 Euro ist natürlich ein fantastischer Preis, wie ich finde. Weil nochmal, hier sollte wirklich nicht der Preis im Fokus stehen, sondern natürlich auch die Gesundheit. Wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Die liegt bei weit über 50% mehr, was man dafür normalerweise ausgeben müsste. Hier schnell sein, es lohnt sich. Der ist eben begrenzt verfügbar. Und ich finde es eben auch schön, er ist
trotz seiner Größe sehr, sehr flexibel handhabbar. Natürlich. Durch die vier Rollen. Ne? Genau, wir können den hinschieben, wohin wir wollen. Auch gerne nach draußen, weil ein Verdunstungsluftkühler, und das ist ein weiterer Vorteil im Vergleich zur Klimaanlage, darf man im Freien benutzen. Also auch wenn Sie mal auf der Terrasse sitzen und selbst im Schatten ist es zu heiß, stellen Sie den neben sich und lassen Sie sich abkühlen. Hier, Betrieb mit reinem Leitungswasser und auch der Strombedarf liegt hier nur bei 70 Watt. Also wieder verschwindend gering im Vergleich zu einer Klimaanlage. Hier können Sie das natürlich am Gerät jederzeit direkt bedienen, aber es kommt natürlich auch noch eine sehr komfortable Fernbedienung mit. Das heißt also, auch wenn Sie es im Sofa oder im Bett benutzen wollen, nehmen Sie einfach die Fernbedienung und schalten Sie ihn ein. Und gerade nachts, wir haben jetzt in vielen, vielen Teilen Deutschlands, ich glaube fast in ganz Deutschland, tropische Nächte und zwar mehrere hintereinander. Kurz erklärt, eine tropische Nacht wird in Deutschland erklärt, wenn die Temperatur nicht mehr unter 20 Grad fällt. Und das heißt, es ist eigentlich nicht an Schlaf zu denken. Viele, viele stehen 3-4 Mal in der Nacht auf, ja, und gehen vielleicht kalt duschen oder sich abwischen oder abtrocknen und versuchen dann wieder zu schlafen. Das Ende vom Lied ist, man hat zu wenig Schlaf, ist am nächsten Tag gerädert. Eine Nacht hält man das vielleicht mal durch. Aber wenn es mal 2, 3, 4 Nächte hintereinander sind, dann baut man auch aufgrund von Schlafmangel ab. Man ist nicht mehr so leistungsfähig, weder körperlich noch geistig. Die Immunkräfte werden auch schwächer und man fühlt sich auch schlaff. Man wird reizbar oder ist viel empfindlicher als vorher. Und dementsprechend sollten Sie, wenn Sie das Problem mit dem Schlafen haben, unbedingt zu technischer Hilfe greifen. Und so ein Verdunstungsluftkühler ist eben die clevere Alternative zur Klimaanlage. Und die clevere Alternative bekommen Sie mit folgender Bestellnummer, der NX 1528 und der 569. Seien Sie hier unbedingt schnell, denn auch der ist schon stark begrenzt, sehr stark nachgefragt. Ja? Also da einfach aufstellen, wo Sie ihn wünschen. Nicht überlegen, kann ich den da aufstellen oder nicht. Den dürfen Sie überall aufstellen. Denken Sie auch natürlich an die Kinderzimmer, wenn die Kinder spielen. Denken Sie natürlich auch im Garten, wenn Sie da einen Sandkasten haben, an die Kinder. Denken Sie an die Haustiere, weil jeder leidet unter dieser tropischen Hitze. Und somit kommen wir zu meinem Liebling, nämlich unserem Design-Verdunstungsluftkühler, weil er eben so schön aussieht. Da freut man sich richtig, den benutzen zu dürfen. Ja, es ist ein, und das steht schon im Namen, Design Highlight, ein Design-Verdunstungsluftkühler. Und er ist auch eine ganz andere Bauweise als alle anderen, weil die Lüftungsschlitze, die Einlassschlitze sind auf der Seite. Das heißt, den können wir auch komplett an die Wand stellen, ohne irgendwelche Abstände einhalten zu müssen. Und wie ich finde, er ist sehr repräsentativ, wird deshalb gerne genommen für Orte, in denen vielleicht mal Publikum kommt. Also das sind Praxen, das sind Wartezimmer, das sind Büros, aber vielleicht auch bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer, weil Sie auch des Öfteren mal Gäste haben und dann vielleicht nicht ein Gerät haben wollen, was nicht in Ihr modernes Einrichtungssystem passt. Der passt überall und es ist ein Ganzjahresgerät. Wir haben natürlich hier ebenfalls eine große Ventilationsfläche, die wir hier jetzt sehen, mit der Swing-Funktion, 3 Stufen zuschaltbar. Aber auch die Verdunstungsluftkühlung, also auch hier im Inneren eine Wabenstruktur, im unteren Teil übrigens ein Wassertank mit knappen 2,5 Liter, die ich hier reinfülle. Aber wir haben hier noch Zusatzoptionen, die ich hier jederzeit zuschalten kann, aber wieder ganz bequem auch über die Fernbedienung. Zum Beispiel die Timer-Funktion, zum Beispiel den Naturwind-Modus, wo dann die Windstärke einfach ein bisschen wechselt, mal ein bisschen böiger, mal ein bisschen ruhiger. Wir haben einen Ionisator, also einen Luftreiniger, der ist im Sommer auch, eigentlich das ganze Jahr ganz wichtig, um Schadstoffe aus der Luft herauszukriegen. Filtern bzw. Gerüche zu neutralisieren. Und noch eine Option haben wir, und deshalb ist das hier ein Ganzjahresprodukt. Hier haben wir eine zusätzliche oder einzeln schaltbare Luftbefeuchtung. Und das wird wieder interessant in der Heizperiode, wenn wir dann alle unter trockener Heizungsluft zu Hause leiden. Dann müsste man eigentlich einen extra Luftbefeuchter kaufen. Und so ein Luftbefeuchter allein kostet schon ja, so ein durchschnittlicher 70 bis 100 Euro. Der ist hier einfach als Zusatzoption mit drin. Aber jetzt sind wir im Hochsommer. Jetzt sprechen wir natürlich von der Kälte. Nicht von der Kälte, sondern die wir brauchen, von der Hitze. Und Sie sehen auch, bei uns im Studio ist es sehr, sehr warm. Und man hat da schon miteinander oder ab und zu mal wirklich Konzentrationsschwierigkeiten. Und wir schauen mal, was der Deutsche Wetterdienst dazu sagt. Und da sehen wir auch, wo in Deutschland jetzt gerade Hitzewarnung gegeben wurde. Ja, der Deutsche Wetterdienst hat die Hitzewarnung herausgegeben.
ausgegeben. Lila bedeutet eben Hitzewarnung, das heißt, ganz Deutschland leidet. Und das Problem ist, ganz Deutschland rennt jetzt auch los und versucht auf Krampf noch irgendwo auf Biegen und Brechen einen Verdunstungsluftkühler zu kaufen. Ob es jetzt die Baumärkte sind, die natürlich vollkommen überlastet sind, auch teilweise ausverkauft sind. Ich meine, auch bei uns ist hier die Hölle los. Ja, viele Modelle sind bereits vergriffen, deswegen, wenn Sie jetzt anrufen oder wenn Sie wirklich mit dem Gedanken spielen, sich einen Verdunstungsluftkühler zuzulegen, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, weil wir können Ihnen nicht sagen, wie lange wir diese Modelle noch haben. Es kann sein, dass auch die ersten jetzt schon wieder live in der Sendung hier ausverkauft sein werden. Ne? Ja, deshalb schnell sein mit oder für die clevere Alternative zur Klimaanlage. Einen Punkt möchte ich noch erwähnen, was hier auch noch der Unterschied ist zur Klimaanlage. Man darf sich in den kühlen Luftstrom, der ja hier 3 bis 5 Grad kälter ist als die Umgebungstemperatur, ruhig hineinsetzen oder sich direkt in den Luftzug begeben, ohne Angst zu haben, krank zu werden. Weil ich persönlich habe noch nie von einem Menschen gehört, der gesagt hat, Verdunstungsluftkühler hat mich krank gemacht. Bei der Klimaanlage sieht das ganz anders aus. Ich glaube, da hat auch jeder von Ihnen schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, hiermit werden Sie garantiert keine schlechte Erfahrung machen. Das ist unser Design-Highlight von hier Carlo Milano. Und das gibt es mit der Bestellnummer NX1308 und der 569 für 112,93 €. Ein Wahnsinnsschnäppchen, was natürlich auch dazu beiträgt, dass Sie endlich wieder mal durchschlafen können. Und das ist ja heutzutage gar, also jetzt in dieser Situation gar nicht so selbstverständlich. Aber es soll selbstverständlich werden, vielleicht auch bei unserem nächsten Produkt. Ja, das ist für mich ein ganz großes Highlight. Es ist ein Turmventilator und ich habe den gerade mal ein bisschen zweckentfremdet, weil ich habe ihn zu mir gedreht, um mich zu kühlen, weil auch wir haben hier hohe Temperaturen. Ich drehe ihn jetzt aber mal zu Ihnen. Ja, aber das ist etwas ganz Besonderes. Also Turmventilator hat man vielleicht schon gesehen, das ist absolut modern und schick und passt in jeden Haushalt. Hier eine schön große Ventilationsfläche. Was wir hier Besonderes haben, ist diese Oszillation. Und Sie sehen, der ganze Turmventilator bewegt sich jetzt mit. Und das heißt, so wird die kalte, die bewegte Luft im ganzen Raum verteilt. Wenn wir jetzt mal einen Moment da bleiben, sehen Sie das auch, wie schön der sich wieder dreht. Ein übersichtliches Bedienfeld, aber was bei einem Turmventilator eben auch normalerweise nicht ist, und dazu muss ich Ihnen jetzt noch mal umdrehen, das ist das hier. Schauen Sie mal hier hinten. Auch hier eine Wabenstruktur. Hier ist ein interner Wassertank, 2,5 Liter Füllmenge. Das Wasser füllen Sie ein und wenn Sie jetzt die Kühlfunktion zuschalten, passiert wieder dasselbe Prinzip. Diese Wabenstruktur wird flächendeckend mit Wasser benetzt. Das Wasser verdunstet, dadurch wird Wärme entzogen und die dadurch entstandene kältere Luft wird vorne mit dem Ventilator im Raum verteilt. Bei unglaublicher Laufruhe, also ich stehe ja direkt davor, man hört ihn fast nicht, aber jetzt im Moment ist das sehr, sehr angenehm, dass ich mich fast scheue, ihn wieder umzudrehen, aber ich möchte ihn natürlich auch von vorne zeigen. Und was wir hier auch sehen, guck mal, das sind die Rollen. Ja? Mhm. Sie sehen, er hat einen ganz stabilen Boden, aber er steht ebenfalls auf Rollen. Das heißt, auch hier sind wir unglaublich flexibel, den überall einzusetzen, wo wir ihn möchten. Geht natürlich auch im Schlafzimmer, aber ich sehe das vor allem zum Beispiel bei stilvoll eingerichteten Büros oder Wohnzimmern. Stimmt, ja. Da stellst du einfach Wohnzimmer jetzt neben Sofa. Du hast dann auch eine gewisse Höhe der Ventilation und somit wirst du auch auf deinem Sitzplatz gut erreicht, hast wunderbare Möglichkeiten, den hier zu schalten und dann eben in den drei Stufen den Ventilator, die Oszillation, wir haben einen Timer mit drin, wir haben natürlich auch die Verdunstungsluftkühlung, die ich ja separat zuschalte und somit wirklich auch hier eine adäquate Lösung und vor allem eine clevere Alternative zur Klimaanlage. Als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich, das ist so ein schicker Lautsprecher fürs Wohnzimmer, stimmt. Aber es ist ein Turmventilator, super schick im Design, also auch wenn man wenig Platz hat, na, der geht ja hier in die Höhe, nicht in die Breite wie die anderen Modelle, da eignet er sich besonders gut und schauen Sie jetzt mal auf den Preis. 122,34 Euro, ein Wahnsinns-Luftkühler und den können Sie eben, weil er auch so sehr leise ist, wie Ralf gesagt hat, auch gerne im Schlafzimmer aufstellen. Nur seien Sie schnell, wir können das nicht oft genug wiederholen und betonen, dass Sie eben momentan super stark nachgefragt sind. Ja, und wenn die ausverkauft sind, Ralf, du weißt, dann werden die in dieser Saison nicht mehr nachkommen. Nein, ganz sicher nicht mehr in dieser Saison, aber andersrum möchte ich auch sagen, wenn Sie sich jetzt für einen Luftkühler entscheiden, Sie entscheiden
entscheiden sich ja für diesen Luftkühler nicht nur diesen Sommer, sondern wenn mich mein Gefühl nicht täuscht, und das ist der Eindruck der letzten Jahre, wird es ja gefühlt Jahr für Jahr noch ein bisschen wärmer. Und das heißt, die nächsten Jahre, da wird es noch wichtiger, einen solchen Verdunstungsluftkühler zu haben. Und wenn Sie jetzt sagen, dieser Turmventilator ist genau das, was ich mir vorstellen kann, dann ruckzuck ran ans Telefon, weil auch hier gehen natürlich praktisch minütlich die Stückzahlen Richtung Ende. Und am Telefon sagen Sie dann gemütlich, ich hätte gerne folgende Bestellnummer, die NX 6851 und die 569. Schauen Sie, diese Eisakkus, die wir hier reingeschmissen haben, die sind übrigens auch mit dabei. Es ist an alles gedacht und das jetzt für 122,34 Euro. Sieht super schick und edel aus. Und super schick und edel ist auch unser nächstes Modell. Ja, wir sehen hier ein bisschen größere Ventilationsfläche, breiter und jetzt auch tiefer angesetzt. Aber trotzdem natürlich eine enorme Leistungsfähigkeit. Sogar noch ein bisschen mehr. Hier hatten wir 40 Watt Leistung, hier haben wir 60 Watt Leistung, also nochmal 50% mehr. Aber ebenfalls nicht nur ein Turmventilator, denn wir sehen jetzt unter dem Begrenztschild so ein kleines Schaufenster und da ist der Wassertank drin. Also auch hier Wasser einfüllen und dann, wenn Sie die Option möchten, einfach die Kühlfunktion zuschalten und dann passiert wieder das Gleiche. Es wird die Wabenstruktur, ich drehe ihn gleich mal um, dann sehen wir die, natürlich hier mit Wasser vernetzt. Da sehen wir übrigens auch noch ein Raumthermometer. Haben Sie es gesehen? Wir haben hier über 26 Grad im Moment hier im Studio. Und das finde ich schon zu warm. Und jetzt haben wir aber teilweise an die 40 Grad in verschiedenen Orten. Mhm. Und ich glaube, Sie wissen es selber, dass man da einfach ein bisschen Hilfe braucht. Schauen wir uns das an. Unten der Wassertank. Ich habe ihn jetzt extra mal aufgemacht. Der ist entnehmbar. Den kann man ganz einfach füllen. Und oben drüber dann die riesengroße Wabenstruktur. Und jetzt wieder die Vorstellung hier über die komplette Wabenstruktur wird Wasser vernetzt. Auf der kompletten Oberfläche verdunstet es. Es wird Wärme entzogen und die dadurch entstandene kältere Luft wird im Raum verteilt. Das ist ein physikalisches Grundgesetz, welches immer funktioniert. Und auch der Temperaturunterschied hier von 3 bis 5 Grad im Luftzug im Vergleich zur Umgebungstemperatur, der ist auch immer zu spüren. Und das finde ich eben genial, dass es wirklich funktioniert mit kleinstem Energiebedarf. Und das physikalische Grundgesetz, ja, das haben viele nicht so auf dem Schirm. Und deshalb möchte ich Ihnen das kurz noch mal erklären. Und zwar in einem Beispiel, wo Sie das schon mal erlebt haben. Wenn Sie baden waren, egal wo, im See, im Fluss, im Meer, bei Hochsommertemperaturen, 35 Grad oder 30 Grad und mehr. Und Sie kommen aus dem Wasser. Dann haben Sie ja noch Restwasser auf der Haut. Das verdunstet augenblicklich und Sie bekommen plötzlich Gänsehaut. Bei Kindern sagt man, trocken dich ab, sonst erkältest du dich im Hochsommer. Warum? Wegen der Verdunstungskälte. Und genau dieses Prinzip, was wir alle schon am eigenen Körper gespürt haben, ist hier in allen unseren Verdunstungsluftkühlern in einem geschlossenen System mit eingebaut. Also hier wird diese Wärme entzogen, wie auf ihrer Hautoberfläche und die dadurch entstandene kältere Luft im Raum verteilt. Meeresbrise auf Knopfdruck. Und nochmal clevere Alternative zur Klimaanlage. Denn auch hier bei unserem großen, also mächtigen, breiten Turmventilator haben wir gerade mal einen Bedarf, einen Strombedarf von 60 Watt. Eine enorme Reichweite. Auch hier im Büro, ich glaube, das kennt jeder, auch wenn er Homeoffice macht, irgendwann kannst du dich bei den Temperaturen nicht mehr konzentrieren. Und überall läuft auch der Schweiß oder man bleibt sogar kleben. Ja, und das sollte man vermeiden. Und dann kühlen sie sich ab mit der Meeresbrise auf Knopfdruck. Und auch dieser Turmventilator steht natürlich ganz bequem auf Rollen und kann somit auch immer bequem von A nach B transportiert werden. Und bequem ist natürlich der Bestellvorgang. Einfach ans Telefon gehen und folgende Bestellnummer durchgeben, die NX 8360 und die 569. Ist natürlich auch ein fantastischer Preis für 141 Euro. Ja, also so günstig kommt man natürlich an den Verdunstungsluftkühler nicht wieder ran. Schnell sein lohnt sich. Auch die sind ganz stark nachgefragt und begrenzt. Und das ist natürlich ein absoluter Wahnsinn. Ja, ich denke da natürlich auch an die schlaflosen Nächte. Die sind ja momentan katastrophal. Also ich bin jemand, ich mag es sehr, sehr gerne warm. Aber jetzt im Schlafzimmer, da will man ja natürlich auch ein bisschen kühler haben. Also auch da mag ich es nicht so warm. Und auch ich komme da an meine Grenzen. Und das soll schon wirklich was heißen. Hier einfach aufstellen, die zarte Meeresbrise auch in der Nacht genießen. Hier ist an alles gedacht.
Und jetzt haben wir den Raum gewechselt und sind hier jetzt bei unseren leistungsstärksten und größten Verdunstungsluftkühlern, eben für mittelgroße bis große Räume bzw. Flächen. Beim ersten fangen wir an und da sehen wir schon diese riesengroße Ventilationsfläche. Und sobald ich den anmache, in Stufe 3 zum Beispiel, komme ich mit der kühlenden Luft bis in die letzten Winkel des Raumes oder auf Freiflächen, also auf Terrasse oder Balkon, auch wirklich weit um ganze Sitzgruppen hier und meine ganzen Gäste mit der Meeresbrise auf Knopfdruck zu verwöhnen. Trotzdem ist er sehr, sehr flexibel. Sie sehen das. Anne-Kathrin bewegt den ganz locker und lass ihn ruhig mal falsch rumstehen. Da sehen wir jetzt nämlich wieder diese riesengroße Wabenstruktur. Hier haben wir einen 20 Liter Wassertank. Nochmal reines Leitungswasser. Und bei vollem Betrieb werden hier 800 Milliliter Wasser pro Stunde verdunstet. Das heißt, so ein 20 Liter Tank reicht locker für 25 Stunden Betrieb. Und nach den 25 Stunden, das Einzige, was Sie wieder machen müssen, ist das Wasser wieder nachfüllen. Und trotz der Größe und dieser Leistungsfähigkeit haben wir hier auch einen sehr geringen Strombedarf, nämlich hier 150 Watt. Wir vergleichen das gerne nochmal mit einer Klimaanlage, die zwischen 1500 und 2500 Watt benötigt, also weniger als ein Zehntel. Was wir auch gesehen haben, ich habe das ja vorhin schon mal erwähnt, der Riesenvorteil zur Klimaanlage, dass wir keinen Abluftschlauch haben. Bei einer Monoblock-Klimaanlage muss man immer in Fensternähe oder Außenwand und die Abluft nach draußen führen. Das ist bei einem Verdunstungsluftkühler nicht notwendig, weil keine Abluft entsteht durch die Verdunstungsluftkühlung. Und somit sind wir mit all unseren Geräten wesentlich flexibler. Wir können sie mitten in den Raum, direkt neben uns oder auch draußen auf der Terrasse hinstellen, Stecker in die Steckdose, Wasser in den Tank und schon geht's los. Und so flexibel ist man eben nur mit Verdunstungsluftkühlern. Und jetzt im Moment brauchen wir doch alle wirklich die Abkühlung, weil es ist mittlerweile, das ist meine Meinung, schon hier wirklich gesundheitlich bedenklich, diese Temperaturen, denen wir permanent ausgesetzt sind. Ich habe auch schon von vielen Menschen gehört, die gesundheitliche Probleme mit dem Kreislauf bekommen haben. Und da muss man einfach auch jetzt reagieren, weil jetzt ist es nicht mehr vielleicht oder könnte ich oder hätte ich oder soll ich. Jetzt brauchen Sie technische Unterstützung gegen diese Hitze. Und ich wiederhole das gern nochmal, das wird nicht nur dieses Jahr so sein, sondern ich bin fest der Meinung, dass es auch die folgenden Sommer in den nächsten Jahren genauso heiß oder noch ein bisschen heißer entgegenkommen werden. Und deshalb ist das jetzt auch ein Gerät, was Sie für viele Jahre sich nach Hause holen. Ja, das spricht auch den Klimawandel an, der uns den Schlaf raubt. Darüber hat die Presse berichtet. Und da werfen wir einen Blick drauf. Der Klimawandel raubt uns den Schlaf. Schon jetzt führen wärmere Nachttemperaturen, vor allem im Sommer, vermehrt zu Schlafstörungen. Wie eine Studie aus den USA belegt, schon eine um einen Grad über den Normalwerten erhöhte Temperatur führte zu durchschnittlich 3 durchwachten Nächten pro Monat. Mehr pro 100 Personen, wie die Auswertungen ergaben. Naja, und wenn man das dann weiterspinnt, wenn man dann eben auf Dauer nicht schlafen kann, dann ist natürlich das Immunsystem geschwächt. Wir sind geschwächt, sind somit anfälliger für Krankheiten. Wir fühlen uns matt, wir fühlen uns schlapp, wir fühlen uns antriebslos. Ja, gerade wenn wir jetzt auch arbeiten müssen, das ist dann alles nicht schön. Deswegen achten Sie auf ausreichend Schlaf und unsere Verdunstungsluftkühler, die können eben dazu beitragen. Speziell jetzt dieses Modell kommt sogar versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause, aber hier bitte schnell sein, denn wir kommen ja jetzt zu den etwas größeren Modellen, die sind natürlich auch sehr, sehr beliebt bei unseren Kunden. Einfach aufstellen und hier die fantastische Kälte genießen. Ja, die Verdunstungskälte, Timerfunktion finde ich auch immer ganz wichtig, gerade wenn Sie es auch für den Schlafzimmerbereich einsetzen wollen. Müssen Sie nicht erst aufstehen. Wobei bei unseren Geräten müssen Sie eh nicht aufstehen, weil Sie da natürlich auch eine Fernbedienung mit nach Hause geliefert bekommen. Ja, und somit kommen wir zu Modell Ralf. Ja, Modell Ralf heißt nicht Modell Ralf. Ich habe ihn nur seit mehreren Jahren zu Hause, seit über 3 Jahren. Und er sorgt auch jetzt in den letzten Tagen und in den heißen, in den tropischen Nächten dafür, dass ich ruhig schlafe. Ich möchte ihn auch hier begrenzt, sehen wir gerade, das muss ich noch zwischen reinführen, also fast ausverkauft. Ich freue mich, dass da viele von Ihnen meiner Empfehlung hier folgen. Ich möchte Ihnen kurz sagen, wie ich das handhabe. Hier oben haben wir übrigens auch ein Raumthermometer. Wir werden nachher auch mal aktiv hier die Temperatur messen. Wir haben hier jetzt zwischen 26 und 27 Grad. Und wenn ich das in meinem Schlafzimmer entdecke, dann stelle ich diesen Luftkühler halb schräg vor mein Bett. Also da müssen Sie vorstellen, steht mein Bett und dann die Swing-Funktion rein. Dann Stufe 2. 3 Gebläsestufen haben wir, aber mir reicht Stufe 2. Die Kühlfunktion und je nach Temperatur schalte ich dann noch den Timer an auf 1, 2,
2 oder 3 Stunden. Und dann lege ich mich ins Bett und dann weht diese Meeresbrise ganz sanft über meinen Körper. Ja, ich fliege dann so halb über, halb unter der Decke und dann werde ich schön abgekühlt und kann richtig schlafen. Nach 3 Stunden darf auch dieses Gerät in Standby gehen oder nach 2 Stunden, je nachdem, wie Sie es einstellen, weil dann schlafe ich tief und fest. Die Temperatur ist abgekühlt und ich habe, oder dieses Gerät hat seinen Zweck erfüllt und kann dann auch in Standby-Betrieb gehen. Was nicht unbedingt notwendig wäre, weil auch hier haben wir einen unglaublich moderaten Stromverbrauch, gerade mal 110 Watt. Nochmal im Vergleich zu einer Klimaanlage zwischen 1500 und 2500 Watt. Also hier weniger als ein Zehntel wieder des Stromverbrauchs. Und wir können das auch mal auf eine Tageskosten hochrechnen. Wenn ich jetzt meinen Luftkühler 10 Stunden betreiben würde am Tag, hätte ich 1,1 Kilowattstunden verbraucht. Das kostet so im Bundesdurchschnitt 33 Cent. So, wenn ich eine Klimaanlage 10 Stunden betreibe, bei 2 Kilowattstunden sind das 20 Kilowattstunden. Da sind wir bei 6 Euro pro Tag. Das können wir auch mal hochrechnen auf 30 Tage, 180 Euro Stromkosten. Das wollen wir nicht. Also nochmal 33 Cent, wenn ich ihn 10 Stunden laufen lasse, kostet mich mein Verdunstungsluftkühler. Und ich muss sagen, es wäre mir mein guter Schlaf auch wesentlich mehr wert als diese nicht mal 50 Cent und Ihnen sicher auch. Das ist meine Empfehlung. Selbstverständlich Fernbedienung dabei. Ein Ionisator, ein Luftreiniger ist auch noch drin. Also wenn man morgens aufwacht und es muffelt vielleicht ein bisschen oder auch in anderen Räumen, machen Sie den Ionisator an, den Luftreiniger, dann haben Sie sofort wieder frische Luft. Man neigt ja auch dazu, jetzt gerade tagsüber die Fenster nicht aufzumachen, weil ja dann die Wärme ja, sofort stimmt. wieder reinkommt. Man macht ja nur morgens auf und vielleicht abends. Ja, tagsüber alles zu, am besten noch Rollladen runter. Und dann bilden sich eben auch Gerüche oder auch Störfaktoren. Und dann einfach mal den Ionisator zuschalten und laufen lassen, dann wird die Luft eben auch gereinigt. Und wenn Sie die Kühlung brauchen, setzen Sie sich davor oder stellen Sie es neben Ihr Bett, so wie ich das mache. Und dann werden Sie sehen, die Meeresbrise auf Knopfdruck, die ist Gold wert und langfristig unbezahlbar. Ich bin so froh, dass ich für mich persönlich diesen Schritt vor über 3 Jahren gemacht habe und mir diesen Verdunstungsluftkühler nach Hause geholt habe, weil ich habe ihn jedes Jahr sehr, sehr oft im Betrieb und er sorgt dafür, dass ich auch die heißen Temperaturen bei mir zu Hause gut überstehe. Modell Ralf kommt übrigens versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause für 178,83 Euro. Seien Sie auch hier schnell. Auch der ist begrenzt. Wir kommen auch hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 280 Euro. Ja, aber die sind auch wirklich Gold wert. Und wir haben Ihnen das ja mal hochgerechnet. Also auch auf den Stromrechnungen werden Sie das kaum merken. Aber Sie merken es natürlich ganz klar an Ihrer Gesundheit, wenn man endlich wieder durchschlafen kann, wenn man gut durch den Tag kommt. Egal, was Sie machen, ob es das Homeoffice ist, ob es natürlich auch Fernsehschauen ist, Kochen, Bügeln, den Haushalt schmeißen. Allein das nur da sitzen fällt einem ja momentan sehr, sehr schwer. Und wir kommen jetzt zu 2 Highlights, denn das ist eine brandneue Liga an Verdunstungskälte. Es sind nämlich 2 kleine, aber dennoch sehr feine Unterschiede. Richtig, also es ist eine Neuheit 2020 und die sind schon unglaublich krass, groß nachgefragt. Also die könnten eigentlich täglich ausverkauft sein. Im Moment sind sie begrenzt noch lieferbar. Und was ist an diesen beiden der Unterschied zu den herkömmlichen? Ich erkläre Ihnen das als erstes mal an diesem kleineren Gerät. Das ist jetzt gerade eingeblendet. Es ist natürlich hier für kleine bis mittlere Räume bestens geeignet. Der erste Unterschied, den wir hier haben, den finde ich optisch und auch vom System her hervorragend, weil wir haben neben der Oszillation, die von links nach rechts, also horizontal geht, auch die vertikale. Von oben nach unten Oszillationen. Somit hast du diese kalte Luft, die wirklich so im kompletten Raum verwirbelt wird. Und das ist schon mal ein Schritt nach vorne. Aber ich schalte jetzt mal diese Oszillation noch mal aus. Achtung, jetzt. So, und hier haben wir also Standventilator, Verdunstungsluftkühler. Aber jetzt kommen wir zur technischen Revolution. Denn hier ist ein sogenanntes Peltier-Element eingebaut. Und dieses Peltier-Element macht Folgendes. Unten ist ein Wassertank drin, wie in allen unseren Verdunstungsluftkühlern, mit reinem Leitungswasser. Und durch das Peltier-Element wird dieses Leitungswasser um ca. 8 Grad heruntergekühlt. Und dann wird das Wasser vernetzt verdunstet. Und durch dieses wesentlich kältere Wasser erhöht sich der Wirkungsgrad. Und wir können das auch gleich hier mal live im Studio messen. Wir haben hier schon um die 8 Grad des Öfteren gemessen, immer im Luftzug im Vergleich zur Umgebungstemperatur. Und das ist dann ein Meeresbrise.
Krise par excellence genau das, was Sie vielleicht wollen. Wir sind mit den Leistungsdaten, mit der Stärke, mit der Leistung nah an einer Klimaanlage heran, haben aber alle Vorteile eines Verdunstungsluftkühlers. 120 Watt nur der Strombedarf, also auch wieder weniger als ein Zehntel. Kein Abluftschlauch, er steht auf Rollen. Ich kann ihn innen und außen benutzen und Sie dürfen sich auch vorne dran setzen, ohne sich zu erkälten, weil wie gesagt, ich habe noch nie davon gehört, dass sich irgendjemand mal durch einen Verdunstungsluftkühler erkältet hätte, weil es ist eine moderate Kühlung. Und jetzt habe ich gerade mal geschätzt, wir haben ja so zwischen 6 und 27 Grad haben wir bei uns im Studio. Und ich messe jetzt mal hier ins Leere und wir sehen jetzt gleich eine Angabe, oh gut geschätzt, 26,2. Zwei. Okay, da sehen wir es deutlich. Und jetzt messen wir mal den Luftstrom. Und Diana, ich darf dir mal das Thermometer geben. Diana übernimmt das mal. Und wir messen jetzt live im Studio. Also, Umgebungstemperatur hat 26,3 Grad. Und jetzt schauen wir mal. Und wenn wir jetzt auf Anhieb 5, 6 Grad erreichen, werden Sie schon diese neue Liga der Kältetechnik erkennen. Ja, und wir sehen, jetzt sind wir schon bei 22. Und wir gehen mal in der Gebläsestufe hoch. Tendenz fallend. Guck mal, wie schnell das geht. Mhm. Ja? 21. Was hatten wir? 26? Jetzt sind wir schon bei über 5 Grad Temperaturunterschied. 20, ja? Also, Sie sehen, wie schnell das geht. Und bis zu 8 bis 10 Grad haben wir hier schon live im Studio gemessen. Und das ist die neue Liga der Kältetechnik und die cleverste Alternative zur Klimaanlage, weil wir hier eben diesen hohen Wirkungsgrad haben. So, jetzt ist die 19 erreicht. Das heißt, 7 Grad haben wir Ihnen live gezeigt. Dankeschön, Diana. Tendenz fallend. Aber da können Sie jetzt mal ermessen, wie hoch der Wirkungsgrad dieser neuen Verdunstungsluftkühler mit diesem Peltier-Element ist. Und ich weiß, Diana wird jetzt am liebsten gar nicht mehr weggehen, weil hier eben dieser kühle Luftzug ist, während hinten dran 26,2 Grad sind. Und das ist ja sowas, so eine Temperatur. Ich meine, ich bin da auch ein bisschen Mimöschen. Aber wenn Sie ähnlich sind wie ich, ab 26 Grad wird ein Temperaturbereich erreicht, in dem ich mich nicht mehr wohlfühle. Das ist übrigens auch in der Freizeit so. Und jetzt gerade bei den Temperaturen in den letzten Tagen wird es der eine oder andere von Ihnen erlebt haben, dass er eigentlich draußen auf dem Balkon oder auf der Terrasse es sich gemütlich machen wollte oder grillen oder sonst was. Und man sagt dann, nee, ist mir zu heiß, selbst im Schatten. Ich gehe rein irgendwo, verkrieche mich in die Wohnung. Verkriechen Sie sich nicht. Holen Sie sich technische Unterstützung. Nehmen Sie Ihren Verdunstungsluftkühler einfach mit raus auf die Terrasse, weil auch der steht auf Rollen, ist leicht zu transportieren. Und dann haben Sie eben diese Meeresbrise innen wie außen auf Knopfdruck und können eben der größten Hitze, die jetzt überall in Deutschland herrscht, widerstehen. Das stimmt. Und ich finde es übrigens so schade zu sagen, ich verkrieche mich bei dieser Hitze. Ich meine, wir haben uns doch gefreut, oder? Wir haben doch so lange auf den Sommer warten müssen. Das ging ja wirklich im Mai erst los. Da waren mal richtige Rekordtemperaturen. Und dann hat der Sommer lange, lange Zeit auf sich warten lassen. Und jetzt ist er da, aber fast schon ein bisschen zu heiß. Und es gibt natürlich auch Menschen, die leiden richtig darunter. Nicht nur in den Nächten, auch tagsüber, dass sie Kreislaufprobleme haben. Da ist sowas natürlich Gold wert. Und gerade unser Peltier-Element ist was ganz, ganz Besonderes, eine Neuheit, weil das sorgt eben dafür, dass das Wasser im Wassertank, was im Sommer meistens aus der Leitung um die 16 Grad hat, permanent um bis zu 8 Grad heruntergekühlt wird. Und genau. Das ist natürlich eine richtige Leistung, die nicht nur fühlbar ist, sondern auch gerade messbar war. Ja, wir haben es gemessen hier, also auf Anhieb schon 7 Grad Temperaturunterschied, nochmal immer im Luftzug im Vergleich zur Umgebungstemperatur. Aber das ist genau das, was Sie brauchen. So, diese kühle Meeresbrise, dieser kühle Zug auf der Haut oder auf dem Körper. Übrigens haben wir viele Zuschriften von unseren Kunden bekommen und einige haben da auch geschrieben, dass ihre Haustiere neue Lieblingsplätze gefunden haben, nämlich genau vor den Verdunstungsluftkühlern. Und ich glaube, die haben immer das sensibelste Gespür für Plätze, an denen es angenehm ist. Apropos Haustiere, natürlich auch hier die Hunde, die freuen sich über so einen zarten Windstoß. Ich meine, jeder profitiert davon. Und dadurch, dass es eben ein natürliches Prinzip ist, können sie es auch überall einsetzen, gerne auch im Kinderzimmer. Und jetzt haben wir unseren fantastischen Verdunstungsluftkühler mit Peltier-Element sogar noch eine Nummer größer. Ja, hier für mittlere bis große Räume. Und jetzt haben wir gerade 26 Grad gemessen und wir sehen das nochmal bestätigt, denn hier ist im Gerät ein Raumthermometer drin, da wird es gemessen. Also 26 Grad haben wir, aber dieser Verdunstungsluftkühler ist nicht nur die neueste Technologie, sondern für mich auch ein Design-Highlight. Ich schalte ihn mal an und dann sehen Sie schon, dann öffnet sich der Verdunstungsluftkühler und die Lamellen hier, die Ventilationsfläche wird freigesetzt. Das ist erstens mal für mich ein modernes, fast schon futuristisches Design, sieht unglaublich toll aus, hat aber auch
einen praktischen Hintergrund, einen technischen Hintergrund, weil die Lamellen bei Nichtbetrieb vor Verschmutzung hier geschützt werden. Ja, wir haben eine schöne Bedienelementtafel hier, aber selbstverständlich auch die Fernbedienung. Und jetzt haben wir auch hier wieder drei Stufen, die wir schalten können. Erstmal nur die Ventilation, die hier sogar in vier Stufen ist, nämlich wir haben eine Super-Taste. Ich glaube, man hört schon, was wir hier für einen Luftzug haben. Da kommen wir also auch bis in die letzten Winkel von Terrassen oder auch von richtig großen Räumen. Und dann haben wir natürlich als zweite Stufe die zuschaltbare Verdunstungsluftkühlung. 10 Liter Wassertank, reines Leitungswasser, einfach das Wasser einfüllen. Und dann durch die Verdunstung in der Wabenstruktur wird 3 bis 5 Grad Temperaturunterschied im Luftzug erzeugt. Und jetzt haben wir auch hier das jederzeit zuschaltbare Peltier-Element. Und dann passiert Folgendes wieder. Das Wasser wird vor dem Verdunsten um ca. 8 Grad heruntergekühlt und dann erst verdunstet. Und dadurch wird der Wirkungsgrad erheblich erhöht. Wir haben gerade über 7 Grad Temperaturunterschied gemessen. Wir haben auch schon 7 bis 10 Grad Temperaturunterschied gemessen. Immer im Luftzug im Vergleich zur Umgebungstemperatur. Aber das ist die neue Liga der Kältetechnik und für mich die cleverste Alternative zur Klimaanlage. Auch für große Räume oder Flächen. Und Diana, würdest du mal ganz kurz deine Haare uns zur Verfügung stellen? Ich habe den Turbo Boost, machen wir jetzt mal rein und dann sehen Sie mal, nur an den Haaren von Diana werden wir das sehen. Ich drehe es mal zu ihr. Schauen Sie sich das an. Muss ich richtig das Röckchen festhalten? Das ist der Wahnsinn. Den Rock müssen wir festhalten, ja. Aber gucken Sie sich das an. Und das ist natürlich eine Kraft. Das ist enorm und trotzdem angenehm und trotzdem human im Stromverbrauch. Denn selbst dieses große Gerät braucht gerade mal 200 Watt. Also immer noch ein ganz geringer Verbrauch im Vergleich, ein Zehntel im Vergleich zu einer durchschnittlichen Klimaanlage. Und da sehen Sie mal, wie clever Verdunstungsluftkühler sind. Und jetzt noch, da sehen wir auch wieder einen Vorteil. Hätte ich jetzt hier eine Klimaanlage, hätte ich Diana niemals gebeten, da vorne dran zu sitzen, weil dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass sie morgen mit einer Erkältung krank im Bett liegen würde. Das haben viele von Ihnen, auch ich, schon mal erlebt. Bei einem Verdunstungsluftkühler habe ich es noch nie gehört und auch hier nie erlebt, dass irgendjemand sich eine Erkältung geholt hat. Nein, hier erfrischen Sie sich, hier kühlen Sie sich ab, hier fühlen Sie sich wohl, ohne das Risiko eben, sich zu erkälten. Und das ist die neue Liga der Kältetechnik, die cleverste Alternative zur Klimaanlage. Aber ich zeige auch noch mal unten auf das gelbe Schild. Begrenzt. Es werden minütlich weniger und bald werden auch hier unsere absoluten technischen Highlights des Jahres 2020 werden hier ausverkauft sein. Deshalb auch hier, wenn Sie sagen, das ist meiner, den will ich, bitte, bitte schnell sein. Ja, Sie müssen hier unbedingt schnell sein. Der ist super stark nachgefragt. Der ist begrenzt. Deswegen jetzt clever sein, sofort zum Telefonhörer greifen und die Bestellnummer NX1534 und die 569 durchgeben, weil niemand will leiden. Oder wollen Sie leiden? Nein, wir wollen den Sommer doch genießen, so wie das Diana gerade macht. Ja, ob Sie jetzt Ihre Haare pusten lassen oder einfach den ins Schlafzimmer aufstellen, weil Sie gerne schlafen möchten. Ob Sie das natürlich auch während der Hausarbeit nutzen. Ja, gerade wenn man da jetzt ans Bügeln denkt oder so Haushaltsarbeiten, die man eben macht, ob es Putzen ist, Kochen ist. Man kommt ja schon an seine Grenzen. Ich finde ja allein schon das abends nur vom Fernseher sitzen strengt an. Ja, man sitzt da und hat das Gefühl, man bleibt am Sofa kleben, weil es so heiß ist. Es weht ja nicht mehr ein Lüftchen, wenn es wenigstens ein warmes Lüftchen wäre. Aber da geht ja gar nichts. Das ist ja, die Luft kann man förmlich in Scheiben schneiden. Ja. Und was jetzt so lustig klingt, macht uns auf Dauer krank. Und deswegen ist es so sinnvoll, da jetzt zu einem Verdunstungsluftkühler zuzugreifen. Und der kommt ja auch versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Also seien Sie schnell. NX1534 und die 569 ist die Bestellnummer. Und das ist ja eine brandneue Liga, Ralf. Ja, das ist die neue Liga der Kältetechnik. Und die sollten Sie sich nach Hause holen. Wenn Sie sagen, ich möchte große Räume oder große Freiflächen hier mit der Meeresbrise überziehen, dann ist das genau Ihr neues Schätzchen. Und denken Sie dran, nicht nur in diesem Sommer, sondern auch in den nächsten Sommern, die kommen werden und die ja
allem Anschein nach noch ein bisschen wärmer werden könnten. Und deshalb ist das natürlich die perfekte Lösung jetzt, die clevere Alternative zur Klimaanlage. Schnell sein lohnt sich mit der Bestellnummer NX1534 und der 569. Sie sehen natürlich auch, der kommt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Und das ist die clevere Alternative zur Klimaanlage. Und deswegen, das können Sie sich gar nicht vorstellen, was momentan los ist. Die Nachfrage ist enorm hoch. Ich meine, klar, ganz Deutschland schwitzt. Es ist jetzt nicht, dass man sagt, okay, nur ein Bundesland rennt jetzt los und kauft Verdunstungsluftkühler. Ja, ganz Deutschland ist davon betroffen. Wir sitzen alle im gleichen Boot und alle wollen jetzt plötzlich Verdunstungsluftkühler haben. Und falls Sie gerade erst eingeschaltet haben, wir machen für Sie noch mal eine kleine Zusammenfassung. Ja, klein und mobil haben wir angefangen mit unserem Handventilator. Akkubetrieben, 3 Leistungsstufen, Hand- oder Tischventilator. Das ist eine Kleinigkeit, die man einfach überall mitnimmt und sich damit vor Ort ganz schnell ein bisschen eine frische Brise versorgen kann. 7,51 € ist Ihr TV-Sonderpreis. Und für diesen Akkuventilator, übrigens mit kleinem Taschenlampe, ist die Bestellnummer die NC3916 und die 569. Ja, klein, mobil und kompakt ist unser erster Luftkühler, Luftbefeuchter und Ionisator. Also 3 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Hier kommt es eben zur Verdunstungskälte und Sie profitieren von einem angenehmen Raumklima. Sie fühlen sich wohl und angenehm ist natürlich auch der Preis von 82,11 €. Man kann ihn überall hin rollen. Dank seiner Rollen ist er mobil und flexibel einsetzbar, selbst auf Balkon, Terrasse und Garten. Und die Bestellnummer ist die NX7575 und die 569. Oder soll es ein bisschen mehr sein? Dann kommen wir zum nächsten Modell, beziehungsweise 2 haben Sie gesehen, da überspringen wir, die sind schon ausverkauft. Hier auch begrenzt, um den geht's. 70 Watt, große Ventilationsfläche, auch für mittlere Räume bestens geeignet. Fernbedienung natürlich dabei, Timer, Funktion und auch hier sind wir auf den letzten Stückzahlen. 15 Liter Wassertank, das heißt viele, viele Stunden, ohne dass man Wasser nachfüllen muss, der Betrieb. Die Bestellnummer ist die NX1528 und die 569, der Preis knapp über 112 €. Sie legen Wert auf Optik, dann sind Sie hier bei unserem Design-Highlight Gold richtig, ebenfalls Verdunstungsluftkühler und Ionisator, aber dank seiner flachen Bauweise kann er direkt an die Wand herangestellt werden, also auch ideal für alle, die wenig Platz haben, aber dennoch etwas optisch Schönes haben möchten. Sehr beliebt ist er auch bei unseren Kunden, klar, bei 112,93 € ist er auch fantastisch und die Bestellnummer ist die NX1308 und die 569. Ja, und dann kommen wir zu top modernen Turmventilatoren. Der etwas größere, schlankere, den sehen wir jetzt gleich eingeblendet, ja, und das ist eben nicht nur ein Ventilator mit Oszillation, sondern ebenfalls ein Verdunstungsluftkühler und das ist wirklich stilvoll. Und wenn Sie zum Beispiel eine sehr moderne Einrichtung im Wohnzimmer oder im Büro haben, ist das hier der perfekte Treffer. Steht trotzdem auf Rollen, ist mobil und er ist bezahlbar mit 122,34 €. Die Bestellnummer ist die NX6851 und die 569. Gleiches Prinzip, nur mit einer etwas größeren Wabenstruktur und somit natürlich auch mehr Leistung, fast das Doppelte, ist hier unser nächstes Modell, unser 3-in-1 Luftkühler, Luftbefeuchter und Ionisator. Auch hier sehr schick im Design, rund gehalten, sieht aus wie so ein schicker Lautsprecher. Und hier passt er überall hin durch seine kleinere Grundfläche. 141,17 €, ein super Preis. Und den bekommen Sie mit der NX8360 und der 569. Ja, und jetzt gehen wir über zu großen Räumen, weil ich hier mit der Leistungsstärke unserer nächsten Verdunstungsluftkühler auch hier die letzten Ecken und Winkel erreiche. Hier sehen wir 150 Watt, riesengroße Wabenstruktur. Und auch hier Fernbedienung und trotzdem transportabel. Fernbedienung ist dabei, Ionisator ist mit drin, das Ganze. Porto und Versand kostenfrei für 160 €. TV-Sonderpreis zu Ihnen. Porto und Versand kostenfrei mit der Bestellnummer NX9739 und der 569. Und somit kommen wir zum Modell Ralf. Ganz einfach, weil er ihn bereits seit 3 Jahren besitzt und auch nicht mehr missen möchte. Hier sehen wir auch, der ist schon ganz stark nachgefragt. Unser Verdunstungsluftkühler natürlich auch hier sehr flexibel einsetzbar mit Fernbedienung, mit allen Funktionen.
einen Timer, Ionisator, natürlich auch die Geschwindigkeit ist einstellbar, sehr, sehr leistungsstark und somit auch sehr beliebt bei unseren Kunden und dann auch noch für einen fantastischen Preis. Und dann unsere zwei neuesten Geräte, die Neuheit von 2020 mit diesem Peltier-Element, eine neue Liga der Kältetechnik, hier erst der kleinere mit 120 Watt, der für mich bestens geeignet ist für kleine bis mittlere Räume, Büro, Küche oder auch für die Terrasse. Und er hat die Bestellnummer NX1539 und die 569. Oder Sie entscheiden sich dann für den großen Bruder, den wir hier sehen, der auch optisch natürlich ein absolutes Design-Highlight ist. Ein absoluter Hingucker, ein futuristisches Design. Hier auch noch mit der Turbo-Taste, mit dem Thermometer, mit einem Ionisator und eben die neue Liga der Kältetechnik. Der kommt für 253,25 € Porto- und versandkostenfrei zu Ihnen und ist noch lieferbar. Das ist ja wohl die wichtigste Aussage im Moment. Und hier die Bestellnummer NX1534 und die 569. Und Anne-Kathrin, jetzt heißt es schnell sein. Oh ja, seien Sie ganz, ganz schnell. Es ist momentan sehr, sehr viel los im Callcenter. Da bekommen auch gerade noch mal die Bestätigung, gerade für unsere Peltier-Geräte, die sind super stark nachgefragt. Also das ist ein Highlight, das ist brandneu, neueste Technologie, eine ganz neue Liga an Verdunstungsluftkühlern. Selbst wenn Sie noch einen Verdunstungsluftkühler aus dem letzten Jahr haben, probieren Sie den zusätzlich noch aus. Sie werden ihn lieben. Ich glaube, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, weil die kommen schon von der Leistung sehr, sehr nah ran an eine Klimaanlage, aber haben eben nur Vorteile. Und Sie sollten jetzt schnell sein, um sich die Meeresbrise für zu Hause zu sichern. Der Urlaub für jeden Tag. Rufen Sie an 0180 51 51 und dreimal die 2, damit Sie den Sommer dieses Jahr genießen können. Viel Spaß!